großem Stolz, Vinz Wojtic heute bei uns in der Galerie begrüßen zu dürfen. Ich habe Vinz Wojtic vor 1,5 Jahren kennengelernt. Besser gesagt, ich habe zuerst seine Arbeiten kennengelernt. Und die haben mich gleich von Anfang an... Seine Arbeiten haben mich gleich von Anfang an derart inspiriert, dass ich einfach nur ein Kärtchen hinterlassen habe. Und aufgrund dieses Kärtchen hat sich Vinz dann bei mir gemeldet. Und es war gleich so eine Sympathie, dass wir beschlossen haben, Vinz, ich zeig dich hier. Und das Schöne ist, dass Vinz die Jubiläumsausstellung bei uns macht. Und zwar, wir werden heute 19 Jahre alt. Jetzt möchte ich aber gar nicht so viel erzählen und gebe das Wort an Tim Bengel. Dankeschön. Also, hallo liebe Gemeinde, mein Name ist Tim Bengel und ich begleite den Vinz schon seit 3-4 Jahren eigentlich auf seinem Weg, seit den Anfängen von uns beiden, besser gesagt. Und ich habe die Ehre, heute die eine Laudatio zu halten. Das ist meine erste Laudatio, deswegen habe ich erstmal gegoogelt. Laudatio. Und es gibt zwei Treffer. Laudatio könnte sein eine Erklärung zugunsten eines Angeklagten, die dessen Charakter und Verdienste ins rechte Licht setzen soll. Oder es könnte auch sein, eine Leichenrede verkündet von den Hinterbliebenen. Also ich habe mich dann fürs Erste entschieden und möchte den Angeklagten heute verteidigen. Es war auch jetzt nicht schwer, einen Kläger zu finden. Ich habe mich da eigentlich direkt zurückerinnert an eine Geschichte von unserer ersten gemeinsamen Gruppenausstellung Kunst, die wir ja jedes Jahr eigentlich in Stuttgart veranstalten, und es war die erste Ausstellung im Amtsgericht. Wir hatten die Bilder aufgehängt und ungefähr 2 Tage später stand die Frauenbeauftragte bei uns auf der Matte und hat gemeint, die Bilder von Vinz, die gehen ja gar nicht. Dann hatten wir das geklärt. Irgendwie hat der Vinz das dann hingekriegt. Und dann, ich glaube, einen Tag später kam der Flüchtlingsbeauftragte und hat gemeint, die Bilder sind nicht mit dem Islam vereinbar oder was er wollte. Aber auch das haben wir hingekriegt. Incredible. Ja, also ich finde es sehr gut. Vinz spaltet die Gemüter. Wie man es an den verschiedenen Beauftragten hier sehen kann, zwischen Hass und Liebe. Es werden Gefühle erzeugt und darum geht es auch in der Kunst. Und wie der Andy Warhol schon sagte, solange die Leute noch überlegen, mag ich das Bild, hasse ich das Bild, was empfinde ich bei dem Bild, sollte der Künstler schon weitermachen. Und die Beurteilung den Besuchern, den Sehenden überlassen. Und so sehe ich auch den Vinz, der ist die ganze Zeit im Studio, ist schon, jetzt wahrscheinlich schon, morgen geht es glaube ich gleich weiter bei dir, nächste Serie shooten, solange wir noch überlegen, wie fanden wir den Abend, ist er schon wieder am Weitermachen. Und genau sowas macht einen Künstler aus. Und das habe ich auch in den 3 Jahren eben immer wieder gesehen. Er hat einen unbändigen Schaffenstrieb, hat sich auch persönlich mega weiterentwickelt, wenn man seine Arbeiten vergleicht. Es geht immer weiter, immer weiter. Und deswegen bin ich einfach sehr stolz, heute auch die Ausstellung von ihm mit eröffnen zu dürfen und hier die kleine Laudatio halten zu dürfen. Und ich würde ihm wünschen, dass er auch in Zukunft Frauenbeauftragte, Flüchtlingsbeauftragte und auch Männerbeauftragte schockieren wird. Hi everyone, I'm Danny and I'm a model from London, and I've been working together with Vinz for a few years now, and we've worked on many of his photography projects, some of which are displayed inside the gallery, so I hope you all enjoy. And we're shooting again tomorrow, so I gotta watch the champagne. Tim hatte mich angesprochen im Fitnessstudio. Also Tim war früher mein Fitnesstrainer. Oder nicht mehr. Tatsächlich verbindet uns die Geschichte. Er hat mich gefragt, ob ich beim Kunstkollektiv teilnehmen möchte, das damals noch in Gründung war. Und wir hatten seitdem 3 ganz tolle Ausstellungen zusammen. Danke dafür, Tim. Gerne. Gut. Dann möchte ich mich bedanken bei der Danny, bei meinen 2 Moderatorinnen für die tolle Zusammenarbeit. Wir werden auch morgen früh wieder ein Shooting haben, sofern wir es schaffen.
rechtzeitig aufzustehen nach dem Abenteuer. Ja, wir arbeiten schon länger zusammen. Genau. Gut. Ich möchte Danke sagen noch bei ein paar Menschen. Danke an den Norbert. Die Menschen. Ganz besonders möchte ich mich bedanken für seinen Mut, mich ausstellen zu lassen. Meine Bilder sind ein bisschen aufgewöhnlich. Der Norbert hat sich trotzdem getraut. Das freut mich sehr. Ich möchte mich bedanken bei meinen Models, ohne die das Ganze nicht möglich wäre. Einige davon sind hier. Ich habe auch gar nicht genau wahrgenommen, wer alles. Aber ich freue mich, dass ihr da seid und danke für euer Vertrauen, für die tolle Zusammenarbeit. Dann möchte ich mich bedanken beim Sean und beim Steven, die heute hier sind. Beides zwei ganz kreative und tolle Designer. Der Sean hat, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, die Mickey Mouse Basketball geschaut und viele ganz andere tolle Praxis, die ich schule. Ich bin als Fotograf natürlich immer sehr darauf angewiesen, dass ich attraktive Motive habe. Und die zwei helfen mir sehr dabei. Steven hat die Rahmen, die ihr hier sehen könnt, gebaut. Ganz tolle Handarbeit. Und wir haben darauf geachtet, die Motive, haben die Helme gebaut, die Outfits haben wir gemeinsam zusammengestellt, dass sich die Motive und die Rahmen gegenseitig ergänzen. Also es wurden nur Schrottmaterialien verwendet, das ist in Steven ein ganz besonderes Anliegen. Mit der Botschaft, dass man nicht alles wegwerfen muss, sondern dass man manche Dinge vielleicht auch noch reparieren und recyceln könnte, dass man das in Erwägung zieht, bevor man es neu kauft. Ja, daraus ist die Serie entstanden, mit dem Steven zusammen, eine ganz tolle Sache, auf Holz gedruckt auch. Genau. Wenn ich schon mal beim Bedanken bin, darf ich meine Eltern und meine Freunde nicht vergessen, die mir immer den Rücken frei halten für meine doch recht zeitaufwendige Arbeit. Damit wäre meine Rede auch schon am Ende. Die musikalische Begleitung wird mein guter Freund der Dennis Hübner übernehmen. Ich wünsche euch allen einen tollen Abend. Wir sind noch nicht ganz fertig. Entschuldigung. Und da habe ich auch noch ein paar Dinge recherchiert. Vince Molditz ist nicht nur ein angesagter Fotodesigner, der sich auch als Galerist in der Band Pussy Sisters in der Hardrock-Szene einen wirklich sehr großen Namen gemacht hat. Pussy Sisters ist eine deutsche Gruppe aus Waghäusel, die dem Glamrock und dem Hardrock zugeordnet wird. Vince, 4 US-Tourneen mit Konzerten und in legendären Clubs, Viper Room, House of Blues, Whiskey a Go-Go and the Roxy in Hollywood unterstreichen den Erfolg der jungen Band. Vince Voltage spielte mit Pussy Sisters bereits auf dem Masters of Rock, dem Festival in Tschechien und dem Wacken Open Air. Zudem kam seine Band auf viele gemeinsame Auftritte mit Top-Bands in der Hardrock- und Heavy-Szene zurückblicken. Im Frühjahr veröffentlichte Vince Voltage sein erstes Solo-Album Hard Rock Survivor, das hervorragende Kritiken bekam. Also wir haben hier heute Abend nicht nur einen besonderen Fotografen, sondern auch einen spannenden, erfolgreichen Musiker. Und deswegen ist es eigentlich für mich ein ganz tolles Multitalent und es ist eigentlich immer ein Geschenk des Himmels, wenn jemand solche Begabungen hat. Und wie gesagt, ich muss mich eigentlich auch nochmal bei Tim Bengel bedanken, weil ohne Tim Bengel wird es diese Veranstaltung heute gar nicht geben. Weil er hatte damals diese Ausstellung im Amtsgericht organisiert und so bin ich damals auf Iron Republic aufmerksam geworden. Und ich hatte mich in Iron Republic verliebt, ich habe aber den Fotografen nicht gekannt. Es lag ein Portfolio des Fotografen da und es war eine Wahnsinnsneugier. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich euch heute hier alle begrüßen darf. Und ich möchte mich auch beim Publikum nochmal bedanken, dass ihr wirklich so zahlreich gekommen seid und dass ihr Vince Voltage heute wirklich die Ehre gebt, an seiner ersten Einzelausstellung teilzunehmen. Ich wünsche euch Ihnen heute Abend viel Spaß bei uns im Haus. Und ja, für die Einzelgespräche sind wir nachher alle Ihnen zur Verfügung. Und ich denke, jetzt haben wir die Ausstellung eröffnet. Aber wenn jetzt jemand schnell reingeht, kann er nämlich die Bilder ohne Menschen. Also viel Spaß heute Abend. Das Buffet ist auch eröffnet. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. It's been a while
It's been a long time. Another look in the mirror. Made mistakes along the way, but now I see clearer. All I want, all I need is something to believe in, something to make it through the night, something to believe in, something to make me feel alive. It's been a while something new. Is this already the end? A comfort love, decent surprises. Got nothing but a lot to spend.